Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe, in der wir über den Film The Kitchen, Queens of Crime, sprechen möchten. Der Film ist letzten Freitag, dem 21. Mai 2021, auf Netflix verfügbar, freigegeben ab 16 Jahren, hat eine Lauflänge von 1 Stunde und 43 Minuten und ist eigentlich schon ein Ticken älter, wie ich gesehen habe. Er hatte seinen Deutschlandstart am 19. September 2019 und ist vollkommen untergegangen. Was wohl daran liegen mag, dass es auch vor Corona schon große Flops gegeben hat, wozu auch der Film gehört. Er hat weltweit nur rund 16 Millionen Dollar einspielen können, den Großteil davon in Nordamerika. Das Ganze bei Kosten von 38 Millionen Dollar, also ein herbes Verlustgeschäft. Ob das Ganze zurecht passiert ist oder ob der Film mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, den er jetzt theoretisch noch bekommen kann, in letzter Instanz auf Netflix, wollen wir uns heute anschauen. The Kitchen ist von der Regisseurin und Drehbuchautorin Andrea Perloff, die bereits 2015 mit Straight Outta Compton ein in meinen Augen wirklich gelungenes Biopic über die Crew NWA vorgelegt hat und auch 2017 mit Sleepless einen durchaus sehenswerten Actionfilm mit Jamie Foxx gedreht hat. Also hier konnte man durchaus, glaube ich, ein Stück weit mehr erwarten. Wir haben durchaus namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler. Wir haben in den Hauptrollen Melissa McCarthy als Casey Brennan. Wir haben Tiffany Haddish als Ruby O'Carroll. Wir haben die großartige Elizabeth Moss als Claire Walsh. Und ich persönlich freue mich immer, ihn zu sehen, Domhnall Gleeson als Gabriel O'Malley. Also ein durchaus namhafter Cast für diesen Film. Die drei Damen spielen natürlich die Hauptrollen in diesem Film. Die Queens of Crime, wie der Titel uns ja schon sagt. Und worum geht es in dem Film? Der Film ist angesiedelt in New York des Jahres 1978 und spielt in Hell's Kitchen, in dem zu dieser Zeit die Iren das Sagen haben. Und die drei Ehemänner unserer Hauptprotagonistinnen sind sozusagen die Oberbosse des Viertels, werden jedoch alle zusammen verhaftet, werden verurteilt, kommen ins Gefängnis und die drei sind also gezwungen, ihr Schicksal, zu Beginn sehr mittellos, Kinder, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen, wenn sie überleben möchten. Und daraus entwickeln sie ihre eigene Karriere, um es mal so zu sagen. Das Ganze passiert in einem unheimlich tollen Szenenbild. Also ich mag es generell, wenn Filme in anderen Jahren, Jahrzehnten spielen, zu anderen Epochen und diese so gut wie möglich abgebildet werden. Wir sehen das im Stadtbild, wir sehen seine Kleidung, die Autos, aber auch natürlich kleine Dinge wie in Einkaufsläden, die Verpackungen, die wir in den Regalen sehen. Also sehr, sehr liebevoll gestaltet. Also wir haben ein tolles Bild, es sieht klasse aus. Und wir haben auch tolle, wie gesagt, tolle Schauspielerinnen, nicht nur auf dem Papier, sondern sie spielen auch alle sehr, sehr gut. Domhnall Gleeson ist in meiner Meinung immer sehr sehenswert. Und es ist auch mal schön, Melissa McCarthy in einer Nicht-Komödie zu sehen. Nicht nur Slapstick, nicht nur einfach gestrickte kurze Lacher, sondern durchaus in einer ernsteren Rolle, weil der Film ist alles, aber keine Komödie. Was allerdings genau ist, und da kommen wir fast schon zum Negativen, das fragt man sich mitunter. Der Film erzählt in meinen Augen keine wirklich durchgehend gute Geschichte mit einem aufbauenden Spannungsbogen, sondern alles passiert irgendwo hoppla hopp. Es sind einzelne Fassadstücke, einzelne Szenen, die man hat das Gefühl, die werden herausgegriffen, sie werden abgespult, aber wie es dazu kommt, warum die Entwicklungen so sind, wie sie sind, wird niemals richtig erklärt. Also wir sehen die drei Damen, wir sehen einen Aufstieg in rasanter Zeit. Man fragt sich, wo bleibt die Gegenwehr der anderen handelnden Personen oder Player? Man wundert sich, okay, in welcher, teilweise fragt man sich auch, wo stehen wir gerade in der Zeitline? Sind wir ein Jahr schon weiter? Sind wir 3 Monate weiter? Es ist ein ganz komisches Pacing, das sich durch den kompletten Film zieht und torpediert wird durch, in meinen Augen, doch mitunter schlechtes Writing. Ich hatte öfters den Gedanken, wo ich mir dachte, okay Leute, denkt doch mal 1, 2 Schritte weiter.
wenn ich so ein großes Geschäft aufziehen möchte und nichts anderes, ist ja so eine große Mafia-Familie zu führen oder aufzubauen. Dann glaube ich, werde ich, wenn ich immer den erstbesten Gedanken verfolge, nicht allzu weit kommen. Und das fragt man sich oft das in dem Film, wo man denkt, okay, wenn du so handelst, hast du einmal darüber nachgedacht, was danach passieren könnte. Anscheinend ja nicht. Also wir sehen in diesem Pacing eine komische Geschichte, sehen dann erst gegen Ende eine angedeutete Charakterentwicklung der drei Damen. Die aber auch wiederum ein Stück weit überstürzt wirkt. Das Ganze bleibt dadurch dennoch stückhaft, es bleibt aber auch vorhersehbar, weil durch die daneben liegenden Gedanken, um es so zu sagen, kann man natürlich vorausahnen, was passieren wird, was passiert, wenn die Männer wieder zurückkommen und so weiter und so fort. Wie gesagt, das Ganze bleibt vorhersehbar, es bleibt stückhaft. Und ich glaube, das Schlimmste dazu, der Film ist ein Stück weit dadurch auch langweilig. Ich habe mich selber ertappt, dass ich so circa bei der Hälfte erstmalig geguckt habe, wie lange der Film denn noch Restlaufzeit hat. Und je länger der Film lief, desto häufiger habe ich nochmal drauf geguckt, wie lange noch geht. Ich kann mich an einen Punkt erinnern, da hatte er noch eine Restlaufzeit von 35 Minuten. Ich habe dann nochmal drauf geguckt, da waren es dann immer noch 29 Minuten. Also. Von daher ist der Film keine wirkliche Empfehlung. Es ist schade um das schöne Szenenbild, es ist schade um das Potenzial der Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir hier versammelt haben, die weder die Story noch die einzelnen Versatzstücke vernünftig zusammenführen können, um das Ganze zu einem guten Film zu formen. Und so muss man leider sagen, ist der Film zu Recht ein Flop, zu Recht untergegangen. Wie eingangs erwähnt, seit dem 21. Mai 2021 auf Netflix anschaubar. Wer auf Mafia-Filme, New York der 70er steht, wer eine der Schauspielerinnen besonders mag, kann einen Blick riskieren, bildet euch eure eigene Meinung. Aber für alle Unentschlossenen gibt es, glaube ich, da draußen durchaus andere Filme, die das Stück Lebenszeit und Aufmerksamkeit mehr verdient haben. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag.